Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wer es zu Hause gerne etwas smarter hat, wird über kurz oder lang über die smarte Beleuchtung von Philips Hue stolpern. Doch wie funktioniert das Ganze? Das und vieles mehr zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe mich hier für das Philips Hue Starter Kit entschieden. In diesem befindet sich einmal die Philips Hue Bridge mit einem Strom- und einem Netzwerkanschluss, ein Netzteil mit dem passenden EU-Stecker, und ein Netzwerkkabel, um das Ganze mit unserem Netzwerk verbinden zu können. Außerdem befindet sich noch in der Packung eine Kurzanleitung sowie das Garantieheft. Zum Schluss haben wir noch die drei LED-Lampen. Hierbei handelt es sich um sogenannte White-in-Color-Lampen, das heißt, wir können nicht nur die Farbtemperatur, sondern wirklich das ganze Farbspektrum mit der Lampe darstellen. Die Lampen haben 806 Lumen und einen Sockel für eine E27-Fassung. Es gibt aber auch Philips Hue Lampen für einen E14 Sockel. Die Installation selbst ist sehr einfach. Man muss nur die Bridge mit dem Modem verbinden, das Netzteil an die Bridge und der Steckdose anschließen und die LED-Lampe in die gewünschte Fassung drehen. Auch ohne weitere Schritte kann man die LED-Lampe wie auch jede andere Lampe mit dem Schalter ein- und ausschalten. Will man jedoch jetzt die Farbe ändern oder ähnliches, benötigt man die Philips Hue App. Diese gibt es für Android und iOS im jeweiligen App Store. Öffnet man die App, sucht diese gleich nach der Bridge. Nachdem sie gefunden wurde, muss man nur noch den runden Knopf auf der Bridge drücken und schon ist man mit dieser verbunden. Als nächstes werdet ihr aufgefordert, eure Lampen einzurichten. Dazu müssen wir nur auf das Plus-Icon klicken und schon werden uns die Lampen aufgelistet. Diesen Punkt findet ihr später auch unter Einstellungen. Kauft man weitere Lampen, muss man vorher noch die Nummer, die sich auf der Lampe befindet, eingeben, um sich mit dieser verbinden zu können. Für die einzelnen Lampen kann man jetzt noch einen Namen vergeben. Damit man auch weiß, welche Lampe man gerade umbenennt, blinkt diese kurz auf, wenn man auf den Namen der Lampe klickt. Unter Zimmereinstellungen kann man Gruppen bilden, um diese später gemeinsam steuern zu können. Dazu vergibt man einfach einen Raumnamen und wählt die Lampen, die sich in diesem Raum befinden, aus. Hat man alles eingerichtet, kann man jetzt die Helligkeit für alle Lampen in diesem Raum einstellen und mit einem Wisch ein- und ausschalten. Wenn man einen Raum auswählt, kann man die Farben sowie die Helligkeit der einzelnen Lampen unabhängig voneinander steuern. Unter Szenen finden wir Bilder mit Titeln wie Sonnenuntergang oder Nordlichter. Wählt man eine dieser Szenen aus, passen sich alle Lampen dem Bild an. Auch hier kann man wieder verschiedene Einstellungen vornehmen. Unter Routinen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, anhand des GPS-Signals die Lampen beim Verlassen des Hauses automatisch auszuschalten. Auch kann man sich morgens langsam aufwecken lassen. Hier werden in Zukunft sicher zu den schon vorhandenen Routinen noch weitere hinzukommen. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einen kurzen Überblick über die Funktionen von Philips Hue geben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!